Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier am Donnerstag auf der Bergischland zusammen mit dem Box und dem Marc. Hallo. 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 So. Jungs, ich habe euch gerade ganz kurz eine Möglichkeit in den Raum geschmissen zwischen Tür und Angel. Ohne dass ihr jetzt groß eure Gedanken schon teilen könnt. Was sagt ihr grundsätzlich zu der Idee? Oh, ich bin begeistert. Finde ich gut, ja. Eigentlich ganz gut. Die Frage ist, ob wir. Ja. Hallihallo, Hallöchen. Hallo. Eine schöne, schöne Woche. Ihr Lieben, ich hab mal eine technische Frage an euch. Wärt ihr vielleicht eventuell rein technisch gesehen interessiert, einen Drescher nochmal zusammenzukaufen? Aber was stimmt denn mit dir jetzt nicht, wenn ich das so formulieren darf? Frei von der Leber. Warte, ich mach mal ganz kurz meinen Spielsound leiser, lieber Ron. Ja, mach mal. Habe ich schon. Ist ja nur noch gut. Ein Regler, den man drehen muss. Warum? Wenn ich echt fragen darf, ich will einfach nur wissen, warum. Gibt es jetzt schon Probleme oder? Nein, es gibt keine Probleme nicht. Wir haben sich das bloß gedacht und ich habe das auch bei mir in die Kommentare gelesen. Ja. Ja, und Werner hat gesagt gehabt, er würde gern wahrscheinlich einen eigenen Drescher haben, ne? Das heißt. Ja, wir haben auch tatsächlich überlegt, einen eigenen Drescher zu kaufen, muss ich gestehen. Auch wenn er vielleicht viel rumsteht, aber du kannst ihn. Ja, das klingt jetzt blöd, benutzen, wann du willst. Ne? Also, das hat es gerade schon wieder so ein bisschen bestätigt, die Frage, ihr sagt, jo, klar, wenn es passt. Die anderen sagen, naja, also, immer, ne? Natürlich ist sich jeder selbst der Nächste, aber. Ganz klar, ich kann es auf der einen Seite auch verstehen, auf der anderen Seite verstehe ich es nicht, aber ich habe mir halt gedacht, grad, okay, wenn Werner wirklich sich einen Drescher jetzt selber kaufen muss, ja, ja. Mit so viel brauchen wir ihn auch nicht. Noch nicht. Bei uns, ihr könnt es ja mal überlegen. Ja, einfach mal, sprecht es mal durch im Team. Sehr gerne. Wenn ihr sagt, ja, wer was, könnte man vielleicht aufeinander zukommen, dann gebe ich Werner so das grüne Licht, dass ich sage, okay, den Deal können wir machen irgendwie. Ja. Und dann ist gut. Okay. Ja, lass uns da gerne nochmal drüber sprechen. Ich kann es dir ehrlich gesagt gerade noch nicht beantworten, Ron. Ja, das passt. Das aber passt. Da sprechen wir mal drüber. Zeit. Muss ja nicht jetzt sein. Okay. Das passt schon. Nee, super. Lassen wir Bescheid. Dankeschön. Jo, bis später. Bis dann. Tschüss. Okay, ganz, ganz was anderes. Boxe, ich habe Scheiße gebaut. Es reicht doch nicht. Jetzt bin ich schon am Mähen. Ja, alles gut. Ich fahre nochmal zum Händler. Ich hole nochmal so ein paar Liter. Ich bin bei 94% Kacke. Jetzt haben wir eine ganz neue Voraussetzung, ne? Kaufen wir mit den beiden oder mit dem Team, so mit den dreien. Es ist ja ein Trio. Einen Drescher oder bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan, uns alleine einen Drescher zu kaufen, weil wir sagen, Ackergras braucht halt auch Zeit, um es runterzuholen. Und kaufen jetzt erstmal eine Zwischenlösung. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also das Problem ist halt wieder an der Sache, sag ich mal, wenn jetzt bei beiden Teams wieder die Felder erntereif sind, sondern kloppen wir uns wieder, ne? Weil. Ja, das ist es halt. Dann, das ist halt das Problem. Dann kriegst du nicht den Dünger. Also bei uns ist ja nur in Gott sei Dank den Dünger, den wir draufbringen müssen, aber auch der muss ja natürlich fristgerecht drauf. Ich würde momentan auch sagen, ein eigener Mähdrescher wäre sehr, sehr vorteilhaft für uns. Ja, das denke ich auch, ja. Ohne jetzt das Böse gegenüber Rons Team zu meinen, aber dann hat man einfach die Möglichkeit. Immer wenn man möchte, ne? Kurz zu dreschen oder man lässt ihn am Feld stehen, wenn man doch noch was anderes woanders helfen muss, ohne. Die ist von uns, ne? Oder? Ja, die ist von uns. Hoppala. Ohne. Hä? Alter. Hast du jetzt noch was da hinten dran? Warte. Wunderschön. Hallo. Fragen und dann abgeben ist aber auch scheiße, weil ich war gerade dabei, Saatgut aufzufüllen. Wir haben nicht abgegeben. Sorry. Ja, ich habe doch geschrieben hier, Alter. Ich habe gerade Saatgut aufgefüllt. Ich war zu schnell, ich war schon drauf. Entschuldigung. Hey. Was hat es für eine Fellmaschine?
Nee, alles gut. Wir haben Gott sei Dank noch eine zweite hoffentlich irgendwo rumstehen. Wir haben Kartoffeln angesät. Ja, ich bin wieder weg. Tschüss. Tschüss. Alter, Gott sei Dank haben wir zwei davon, ne? Cool. Alles gut. Ich dachte nur gerade so, ey, nicht sein Ernst. Jetzt mietet ihr halt eine. Nein. Das Geld wieder gut. Alles nein, gut. Wir haben noch eine. Wir haben Kartoffeln auf einem großen Feld angenommen, haben noch ein kleines dazugenommen für eine zweite Sämaschine. Aber ach, ich so. Hatte die nur gerade, wollte gerade. Scheiße, ich habe mich festgefahren. Saatgut auffüllen und denke, verdammt, erst fragen, dann abgeben. Kann doch nicht sein Ernst sein. Ja. Alles gut. Scheiß abgeschlossene Mission. Ja, ist ja richtig. Wie gesagt, wir hatten noch die. Warte, welches Feld ist das? Die 16. Das ist auch noch so ein kleines Kartoffelfeld. Weil mit der. Jetzt erspackt man Spiel. Mit dieser wunderbaren. Was ist das? 3 Meter Seemaschine. Kommst du ja überhaupt nicht voran. Nicht wirklich, nee. Okay, nee, alles gut. Guck mal, hier steht. Also gut. Tucano, den nehme ich. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Direkt erstmal unfreundlicher hochgegangen, ne? Muss auch mal sein. Das stimmt allerdings, ja. Und jetzt direkt mal den Antimate machen und fragen, wessen scheiß Gerät hier steht. Nee, lieber nicht. Ich bin mal freundlich. Ich touchiere mal hier so ein bisschen den Schneidwerkswagen. Naja, es war noch nicht genug, aber egal. Gut, immerhin sind wir schon mal ein bisschen näher an den Drescher gekommen gerade, Jungs. Lasst uns den Gedanken bitte nochmal zu Ende. So, warte, jetzt nochmal von vorne, ohne dass ich in den Zaun fahre. Lasst uns den Gedanken bitte nochmal zu Ende besprechen, wie wir das... Ja, ah, Marco, es bist du denn ist hin? Schwierig. Danke. Heute. Tanken und verkaufen? Tanken und verkaufen, ja. Was verkaufst du? Ach, ich hab mal Bock, Holz zu verkaufen. Ah, okay. Da hab ich mir gedacht, da die Tankstelle sowieso da unten irgendwo ist. Nee, die Tankstelle ist an der 88. Nee, ist aber eigentlich gut, ganz ehrlich, wir brauchen Geld. Ja, aber trotzdem ist die Tankstelle an der 88. Ja, aber trotzdem gut. Ja. Wir müssen Marc doch auch mal loben für sein Holz. Ja, völlig in Ordnung. Marc, wenn du Bock hast, ne? Ja, jetzt ohne Scheiß, das müssen wir nochmal besprechen. Da sind sich die Leute auch in den Kommentaren uneinig und ich weiß auch nicht, wie die Sachlage ist. Wir haben unter dem Holzverkauf haben wir die Wiese, den Wald gekauft. Ja. So, und ein paar Leute sagen, verkauf den Rotz, brauchst du nicht mehr. Stimme ich zu. Aber richtig. Verkaufen darf die man sagen das? Auch, es ist kein Feld, weil es zählt nicht zu den Siegbedingungen und nur Felder darf richtig, man nicht verkaufen. Die Diskussion hatten wir. Besprochen. Aber so. Wenn wir, aber was... Also was es zum Feld machen würde, wäre jetzt mit diesem Gerät darüber, dann ist es ja ein Feld, ne? Ja, aber dann müsstest du es ja auch noch pflügen. Also ja, nö. Okay, das ja, kann das Dings ja auch, aber dann wäre es ein Feld, gut. Aber wir können das Ding auch für 70.000 Euro verkaufen, regelkonform oder nicht, sehen wir dann. Und okay. Haben 70 Riesen in der Tasche, 200.000 Euro, da kriegen wir einen Mähdrescher und ein Schneidwerk für. So sieht's aus. Da sind sich die Leute uneinig, das kann ich auch verstehen, weil ich bin mir selber nicht einig, muss ich oder einfach die gestehen. Die Frage ist gerade, bleibt Marc unten, macht dann noch ein bisschen weiter und verkauft es dort, weil wir müssen ja aktuell nicht ins Sägewerk was bringen, oder? Müssen wir nicht, die Frage, nee, die sich mir erstellt, ist, verkaufen wir den Rotz, Marc per Tanken bringt den, das Gefährt wieder zurück, wir kaufen einen Mähdrescher. Mähen, der nächste fährt Ballen hinterher pressen und der andere wiederum fährt ab oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Das ist es halt, ne? Also wir können jetzt zu dritt können wir natürlich auch ganz anders agieren, wenn wir so einen Mähdrescher haben. Marc, aus dem Kopf, weißt du, wie teuer der Idealmod ist? Circa. 285 irgendwas. 285. Ja. Wenn wir jetzt das... Natürlich könnte man jetzt richtig assi sagen und sagen, wir ruhen da unten noch weiter und verkaufen es dann. Ne? Aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Jungs. 285, ne? Da fehlen uns knapp
etwa 120.000 plus ein Schneidwerk. Der Wald wäre das Schneidwerk, das heißt, uns fehlen noch irgendwie die 120.000 Euro. Wenn wir den Wald verkaufen würden. Ach, guck mal, ist auch fertig. Sagt mir was. Jungs, ich bin auch fertig. Sehr schön. Ja, weiß ich nicht, ich brauche Arbeit. Boxe ist da. Und dann kann ich den mir wahrscheinlich schnappen. Ihr seid ja schon echt nicht gut drauf, habe ich das Gefühl, ne? Hä, doch? Achso, okay. Ja, wir können es verkaufen, dann haben wir natürlich wieder mehr Arbeit. Also, weil klar ist, also die Felder müssen schnellstmöglich runter. Sorry, ich habe gerade mal nachgefragt. Ja. Der Ideal kostet 250.000 und das Schneidwerk dazu nochmal 40.000. In der Grundausstattung. Ja. Okay. Was braucht man denn an Extras, Marc? Extras brauchst du eigentlich nicht wirklich. Ich würde halt das 42.000 Liter Ladevolumen nehmen. 42.000 Liter? Ja. Ja, den werden wir nicht drauf bekommen. Das wird keiner machen. Meinst du nicht? 42.000 Liter Korntankvolumen, Alter? Da musst du aber mal... Vor allen Dingen haben wir es jetzt in der Aufnahme gesagt, ne? Da ist schon mal direkt, ich sehe schon überall die Kommentare, ja. Wobei, nein, ist ja auch. Ist das konfigurierbar? Ja, das ist konfigurierbar. Ja, dann, also du kannst von, ich glaube, standardmäßig ist, glaube ich, 15.000 bis 42.000 hoch. Krasser. Ja. Dann kannst du halt, Farbwahl ist komplett authentisch, kannst du machen, wie du Bock hast. Und sowas alles. Okay, ja, wir wissen halt noch nicht, ob wir ihn drauf bekommen. Was anderes, was die Zuschauer geschrieben haben, Boxe, den kennst du ja auch zur Genüge, den New Holland, den wir auf der Bergisch hatten, der war ja auch nicht schlecht. Ja. Das haben die Leute auch geschrieben, ob wir den wieder mit draufnehmen, wobei ich auch gestehen muss, ich bin ja ein Freund von mal was anderes zeigen, ne? Ich auch, auf jeden Fall. Also das ist halt... Der Ideal würde sich an... Ja, grundsätzlich, der Ideal würde sich anbieten, weil man den noch nicht... Also zumindest wir noch nicht hatten. Den New Holland kennt man halt irgendwie schon, ne? Ja. Ich stehe halt den... diesem Argument, ich sag mal, das ist ein Problem, was sauer aufschlagen könnte. Und dass der halt günstiger ist als wie der Standard-Ideal. Das ist halt mein Problem. Also ja, es ist gut für uns. Aber sind wir ehrlich? Also, wenn das rauskommt, das wäre halt, und das kommt halt raus, wenn wir ehrlich sind. Boxe, sind wir doch mal ehrlich, warum? Warum sollte es da Theater geben? Nur weil der günstiger ist? Dann könnte man ja jetzt bei den Treckern auch anfangen. Die günstigen Mod-Trecker. Ja, könnte man ja jetzt genauso meckern, ne? Also wegen dem Preis weiß ich noch nicht mal. Aber bei 42.000 Liter Korntankvolumen wären wir spätestens, sehe ich ein Problem, weil das fände ich auch, wenn ein anderes Team damit ankommt, fände ich das schon. Das ist dann so ein Übermod. Da müsste man mal schauen. Also, ich hatte ansonsten auch noch im Mod-Hub eingesehen, ich glaube, es war ein Röstelmesh. Der war auch ganz geil. Der war preislich ein bisschen günstiger als der SM161. Aber in etwa in der gleichen Klasse zu Hause. Den fand ich auch nicht schlecht. Also das könnte man sich auch mal anschauen. Ja, wir können ja mal versuchen, ob wir den Fan drauf bekommen. Müsste man einfach mal schauen. Aber das hilft uns halt jetzt nicht, ne? Wir sind am Donnerstag. Wir haben noch zwei Freitagsfolgen und eine Samstag, wo wir entscheiden müssen, was wir machen. Also ansonsten, wie gesagt, für jetzt würde ich einfach sagen, einfach mieten. Ja, mieten geht nicht. Wir müssen ihn kaufen und nach der Ernte wieder verkaufen. Ja, oder so. Ist die Frage, wie viel Wertverlust wir haben werden. Ob sich das rechnet, das sehen wir im Zweifelsfall erst wirklich danach. Aber ich kann es mir vorstellen, dass wenn wir dann einen richtigen kaufen, das Zeug richtig kurz runterrocken, dass sich das schon ausgehen wird.
also positiv ausgehen wird, muss man sagen. Nur so ein Gefühl. Ja, kauf doch. Ja, welchen denn? Den Dominator? Weil der hat immerhin ein vernünftiges Korntankvolumen. Also ansonsten hätte ich überlegt an so einen Bison oder so einen TX32, aber die sind halt beide nichts, ne? Nichts Richtiges. Und hinten der Dominator ist ganz, ganz geil. Und wenn du das Schneidwerk vom Dominator dranhängst, hast du immerhin 7 Meter. Das sollte auch klappen. Ich würde vielleicht ein Schneidwerk nehmen, was direkt einen Wagen hat. Ja. Also kein extra Wagen, sondern... Lasst uns da nochmal morgen früh drüber sprechen, weil ich weiß nicht, ob der genug Schmackes hat, der Drescher. Aber wie gesagt, morgen früh 5 Uhr haben wir das nächste Meeting, Jungs, würde ich sagen, haben wir das nächste Date. Ja. Weil für heute sind wir erstmal fertig, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.